Hi, heute zeige ich euch Folgendes, klassischer Anfängerfehler, wenn man mit einer Kettensäge arbeitet, dann kommt es ab und zu vor, dass das Ketten, dass die Kette selber stumpf wird. Und ich zeige euch mal, was für einen Unterschied das ausmacht, wenn man dann einfach eine neue Kette reinmacht. Ich habe hier dann schon drei Ersatzkette da, die habe ich mir einfach gekauft über eBay oder Amazon, weiß nicht mehr wo. Kostet 20, 30 Euro. Ich zeige euch noch den Unterschied. Gucken wir uns die Kette erstmal so an im Detail. Die sieht ja noch ganz gut aus. Kann ich wohl scheinbar nicht gescheit auflösen. Ne? Sieht ja noch ganz gut aus. Aber damit habe ich euch vorher schon mal ein bisschen ein Holzner gesagt. Deswegen geht es nicht. Gucken wir mal das kurz an. Der geht so rein und der schneidet da ein bisschen schief, aber der kommt einfach nicht mehr durch. Man kann auch einfach nicht ansetzen und ich glaube, die wird auch heiß, ja. So, das sind jetzt diese Ersatzketten. Die Kette ein. Ja. Geht so weit. So. Sollte euch jetzt mal kurz zeigen, wie was für ein Zeitunterschied das ausmacht, wenn man dann eine neue Kette reinmacht. Manchmal rentiert sich es einfach nicht mehr, wenn man die alte Kette immer nachschleift. Wobei nachschleifen, es geht dann immer gleich. Aber wenn man zu lange wartet, dann wird die Kette ansonsten heiß. Und das ist bei jeder so. Man kauft einfach Ersatzkette. Ich denke mal, vier Stück haben die jetzt von mir 30 Euro kostet. Nachschleife. Und ihr seht ja, das sind ja relativ gute Kettenglieder dran. Also kann ich das euch hier empfehlen. Hier, wo ihr es kauft, im A-Versand. Gilt natürlich für jeden anderen Versandhändler auch.